gleich mal ein fettes Sorry am Anfang. Die letzten 2 Tage, ich glaube ja genau Freitag und Samstag, gab es keinen Vlog. Ich hab's einfach total vergessen, muss ich ehrlich sagen. Das mit dem täglichen Vlog-Bereich, das ist ja für mich jetzt relativ neu. Und wir waren am Freitag, war ich auf Arbeit und dann wollte ich eigentlich nach der Arbeit dann nochmal mit dem Hund spazieren gehen und dann von unterwegs dann nochmal Vlog machen, halt so wie die letzten Tage. Aber leider Gottes habe ich dann meine Kamera vergessen und abends hatte ich dann keinen Bock mehr was zu machen. Und gestern waren wir eigentlich unterwegs gewesen, waren dann auch abends. Ich wollte eigentlich abends streamen, also Samstagabend, aber wir wurden spontan von meinem Bruder, von meinem Freund, einen Bruder eingeladen zum Essen und da dachte ich mir so, hey komm, das kannst du nicht entgehen lassen. Und wir waren auch irgendwann, keine Ahnung, erst um 11 oder so wieder zu Hause. Ich habe echt überlegt, ob ich nicht dann nochmal einen Stream anschmeiße, aber ich dachte mir so, dann nee. Wir haben dann noch 5 Minuten Fernsehen geguckt und sind dann auch relativ zeitig dann ins Bett, also relativ zeitig, es war glaube ich gegen Mitternacht irgendwas so die Drehe. Und ja, heute, also den 24. haben wir heute, 24.04. Sonntag. Heute gibt es definitiv einen Stream, quasi den letzten Stream nochmal vor meinem Urlaub. Los geht's circa, denke ich mal, so 16, 17 Uhr die Drehe, muss ich halt gucken. Ja, und ich wollte euch übrigens nochmal berichten, was ich jetzt so gemacht hatte. Im letzten Vlog hatte ich ja erwähnt, dass ich mein mein Zelda-Schild soweit angemalt habe und ich bin jetzt damit auch fertig. So sieht das gute Stück jetzt letztendlich aus. Ist, glaube ich, 70 cm oder so lang. Hat auch hier hinten extra hier so, da kann man mit der Arme reingehen und das dann festhalten. Ihr habt auch auf Facebook, also für die Leute, die mich hier bei Facebook followen, das sind auch nochmal andere Bilder zu sehen von dem guten Stück hier. Mein Freund hat gleich gesagt, das gibst du nicht weg, das behalten wir. Ich sage so, Schatz, ich kann noch Millionen davon machen, weil das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Dann habe ich jetzt oder bin jetzt gerade dabei, so eine Flashmaske zu machen. So sieht das jetzt im Moment noch aus, ziemlich bescheiden. Dann kommt dann hier an der Seite, also es wird dann, weil hier sind auch so ein paar Löcher drin, weil ich habe ein bisschen ungerade geschnitten, das merkt man halt ziemlich. Und jetzt werde ich aber dann alles noch mit so einer, wie eine Art Spachtelmasse, alles noch begradigen, einebnen, so dass man halt dann nicht den Kopf so extreme, Spalten drin hat. Dann wird das alles noch zurechtgebogen, also warm gemacht und zurechtgebogen. Unten muss ich dann auch noch festmachen. Ohne Spaß für die Leute, die meine Livestreams verfolgen und zufälligerweise vom Pummeluft das Papercraft verfolgt haben, das hat mich schon übelst angekotzt, aber das war auch ziemlich, ziemlich, ziemlich scheiße. Ich habe mir auch schon überlegt, theoretisch kann ich das ja auch machen als Batman-Maske. Dann kommt einfach das hier quasi in der Mitte weg. Dann tue ich halt das nächste Mal so ausschneiden, dass hier halt nicht das von der Nase ist, sondern halt gerade die Augen halt ähnlich und dann halt einfach hier so die Ohren dran. Ist, denke ich mal, auch ganz cool. Und vor allem das Schlimme war ja, wenn man das halt hier oben so zusammenklebt, brauchte man halt irgendwas, wo man das quasi gegendrücken kann, weil man kann halt schlecht irgendwie, wenn man dann halt hier, jetzt hier am Schluss geht's, wenn man dann hier so zusammenknietscht, hier oben kommt man halt nicht ran. Und da habe ich aus einem Blumenübertopf und hier von so einem Rocher, das war mal so ein großes Ü-Ei, mir einfach quasi den Kopf selber gebaut. Allerdings ist es halt nicht gerade praktisch, weil ein Kopf geht ja so und die Vase geht ja so und ich bin gestern beinahe verzweifelt. Ich habe aber nichts gefunden, was quasi gleich, ja, gleich aussieht wie ein Kopf halt so ungefähr und das ist halt, naja. Und auf jeden Fall waren die letzten 2 Tage abenteuerlich, kann man schon fast sagen. Wir waren vor uns spazieren gewesen, bei uns hat es heute die ganze Zeit Schneeregen gegeben, also im Leipziger Raum und es waren, glaube ich, Höchsttemperaturen vor uns von 4, 5 Grad, aber gefühlte 0, das war so kalt gewesen. Aber wir haben gleich gesagt, hey, kein Ding, wir nehmen im Urlaub, dann nehmen wir dann eher hier Winterklamotten mit und Winterstiefel und all möglichen Mist. Ich habe heute übrigens mal, ich habe die letzten Tage von meinem Freund den Laptop, wollte ich eigentlich komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen, allerdings ging das nicht. Und da dachte ich mir so, komm, ich hau den jetzt, ich hau alles runter, was ich nicht brauche. Diablo, Counter-Strike, dann, ach, ich hatte so viele Spiele drauf, also er hatte so viele Spiele drauf, die habe ich alle runtergehauen, habe eigentlich etliche Programme gelöscht, die man nicht mehr braucht und habe dann
letztendlich mir nur Steam runtergeladen und dann halt nur mein Videobearbeitungsprogramm. Das ist ja das Movie Studio 13, was man bei Steam kaufen kann. Das gibt es ja, glaube ich, für 60 € und ich habe es mir damals geholt für, ich glaube, 29 €, wo das mal im Angebot war. Kann man eigentlich sehr gut vergleichen mit Sony Vegas. Ist ja auch von Sony, aber es ist halt wirklich viel, viel billiger, aber kann vom Prinzip her dasselbe. Ja, und das habe ich mir dann runtergeladen, habe heute, also heute früh, quasi das allererste Mal so ein Test-Rendering gemacht, weil der Laptop, das war ja mein, oder ist ja mein alter gewesen, und der ist früher gerne mal abgestürzt beim Rendern. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe früher Videos gerendert, die teilweise 45 Minuten gingen. Und da ist der halt zu heiß gelaufen, weil das ist hier ein altes Intel Core i7, 4 GB RAM gerade mal, und der ist nicht gerade hier irgendwas mit Intel Grafikkarte oder irgendwas. Also eigentlich kein Gaming-Laptop, wenn man so sieht. Aber ich muss sagen, ich habe ein Video, also ein Testvideo gemacht von 1 Minute Länge. Und der hat es ganz gut ausgehalten. Also der lief jetzt auch nicht so laut. Ich hätte jetzt erwartet, dass der übelst so, also dass man den schon arbeiten hört. Im Gegenteil, der war eigentlich ganz okay, hätte ich nicht gedacht. Und es hat funktioniert, es hat ganz gut, also normal gerendert halt, fertig gerendert, dauert halt ein bisschen länger wie mein PC jetzt hier, mein Gaming-PC. Aber ich meine, es funktioniert. Ich hoffe halt nur, weil die Videos ja vom Urlaub, also meine Vlogs vom Urlaub, die gehen ja nicht nur 1 Minute, sondern ein bisschen länger. Und ich hoffe halt, dass es funktioniert. Also, dass es auch mal so mit 15 Minuten oder so auch nicht jetzt unbedingt überfordert wird. Ich hoffe, also wie gesagt, laut Beschreibung von dem Ferienhaus ist halt dort WLAN direkt. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich quasi noch hindert. Also wenn ich dann das WLAN habe dort, ist alles perfekt. Dann folgen auf jeden Fall jeden Abend. Wann genau, kann ich euch natürlich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall folgen dann jeden Abend ein paar Vlogs. Ob es jetzt nur um 6, um 7 oder erst um Mitternacht ist, kann ich euch nicht genau sagen. Je nachdem, wie gut das Internet ist und wie der Laptop rendert. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich wie so ein kleines Kind auf den Urlaub. Ohne Spaß, Leute, das wird so, so toll werden. Und wir wollen auch wirklich mal für die 4 Tage, also wir sind ja für, also fast 5 Tage, wir fahren ja Montag nach der Arbeit los. Und wir wollen uns wirklich mal gut gehen lassen. Wir wollen halt, also wir haben nicht irgendwie unbedingt Essen oder so, wollen wir mitnehmen, weil wir haben gesagt, wir nehmen bloß halt Cornflakes und Milch mit für frühs eventuell. Und Mittagessen oder Abendessen tun wir auf jeden Fall dann nur quasi dort in irgendwelchen Kneipen, Restaurants, Berghütten oder sonstiges. Weil ich habe gesagt, es lohnt sich gar nicht. Meine Mutter hat auch gesagt, naja, ich glaube, für 4 Tage lohnt sich dann nicht irgendwie jetzt groß Essen mitzunehmen. Weil für 4 Tage, da hat man dann mehr, weiß ich nicht. Ich habe sowieso gesagt, das ist total blöd, weil letztendlich für 4 Tage schleppt man genauso viel mit letztendlich wie für 14 Tage. Gut, mal 2 Unterwäsche mehr, aber das ist halt richtig, richtig doof eigentlich, wenn man das so sieht, ne? Und naja, auf jeden Fall wollen wir uns das wirklich mal gut gehen lassen, unseren ersten gemeinsamen Urlaub quasi. Und ja, nächsten Vlog gibt es dann definitiv Montagabend. Wann genau, wie gesagt, kann ich euch noch nicht genau sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall schon mega, 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 mega drauf. Das Wetter soll zwar nicht schön werden, aber scheiß drauf, wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Ich werde übrigens auch mal versuchen, weil ich habe ja letztens festgestellt, dass man bei Facebook auf den Facebook-Fanpages direkt streamen kann, also quasi eine Live-Übertragung machen kann. Und wenn das WLAN dort gut ist, werde ich definitiv auch mal ab und zu mal abends eine Live-Übertragung starten und dann euch quasi up to date halten, was halt die Vlogs anbelangt sozusagen, oder halt dann so eine kleine Fragerunde machen, wenn ihr Fragen habt, dass ich die da auch noch mit beantworten kann. Und ja, Judy, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns dann oder hören uns dann, wie auch immer, im Video, definitiv dann morgen Abend, wenn alles klappt. Und dann würde ich sagen, bis heute Abend, also Sonntag, bis nachher, so um 4, um 5, um 6, weiß ich schon nicht ganz genau, bis zum Stream. Haut rein, bis nachher, tschüss!